Sorry, dass ich dich so spät noch anrufe, aber ich muss meine Wohnung für einen Teppich ausmessen. Problem: Eine Seite ist fast vollgebaut mit einem schweren Bücherregal. Könntest du mir bitte beim Freiräumen helfen? Das kannst du doch mit Pythagoras machen. Wenn man dich schon mal braucht, wälzt du das immer auf irgendeinen deiner Kumpels ab. Was soll's? Gib mir seine Handynummer. Ist schon seit 2500 Jahren. Tot. Du brauchst nicht weiterzureden. Du lebst doch mehr in der Welt der alten Griechen als im Jetzt und Hier. Merke dir einfach seinen Lehrsatz. Die Summe aller Quadrate über der Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks gleicht dem Quadrat der Hypotenuse. Geht's auch einfacher? So für genervte, universitär verdorbene Hausfrauen. Kein Problem. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ah ja, jetzt fällt mir wieder unser Mathelehrer ein, Herr Werner. Warte mal, ich nehme also die eine Seite, dann noch die Schräge in der Mitte. Genau. Die Fläche an der Wand kannst du dann über die Formel errechnen. Tausend Dank, du bist ein Schatz. Keine Ursache. Danke dem Pythagoras. Jetzt fällt mir auch wieder ein, woher ich den kenne. Das ist so ein Untoter, lebte im alten Griechenland. Da 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 da. Kannte sich auch mit Musik aus, mit kosmischen Harmonien und Planetenklängen. Du nimmst so eine Gitarre, zupfst den Ton, pling, teilst die Saite in der Mitte, plong, und teilst die gleiche Saite nochmals und pling. Und poing, ist sie gerissen. Da kommt mir übrigens unsere damalige Musiklehrerin in den Sinn. Wie hieß die bloß, das Fräulein? Weißt du noch, damals auf dem Gymnasium? Bist du noch am Telefon? Ja klar, sprich weiter. Ich komme nicht mehr auf ihren Namen. Fabelreich, faltenreich oder so. Jedenfalls, die hat doch immer davon gesprochen, wir sollten doch harmonischer singen. Und dann hat sie manchmal selber angefangen. Mann, war das peinlich. Also ich habe die anders in Erinnerung. In unserer Klasse nannten wir sie filmreif, aber natürlich nicht unbedingt wegen des Gesangs, sondern weil sie verdammt gut aussah. Naja, besser als Mathe war der Musikunterricht auf jeden Fall das kleinere Übel sozusagen. Und mit Musik hatte der Pythagoras auch zu tun? Ein begnadeter Philosoph und Mathematiker, der die Töne aus der Geometrie ableitete. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die beiden Sachen für ihn fast dasselbe. Schon ja. Dann kann ich mir vorstellen, wie er ausgesehen haben mag. Aha. Eine Mischung aus Herrn Werner und Fräulein Faltenreich. Was? Ich glaube, du bringst da wohl was durcheinander. Das sollte ein Scherz sein. Und jetzt muss ich ausmessen. Den. Teppich, genau. Und tschüss. Und tschüss.